Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder auf dem Astronierplaneten, wo wir gerade unten waren. Ich habe hier, wie ihr seht, schon den Anhänger leer gemacht, habe das schon soweit auch hier reingestopft. Da wird schon ordentlich produziert. Das, was ich jetzt gerade am Überlegen bin. Warum ist hier Strom drauf? Wäre der Strom nicht besser irgendwo drauf, wo man den auch nutzen kann? Aber wahrscheinlich ist das Problem. Ja, es ist gerade sowieso kein Strom da, oder? Obwohl hier fließt doch gerade Strom rein. Wieso fließt denn der da nicht weiter? Ja, was ist hier falsch? So, jetzt ist er bis da. Jetzt reicht er da nicht hin, ne? Ist klar. Schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Nö. Der Drucker steht schon schlecht, ne? Wie kriegen den gedreht? Wie kriege ich den Drucker gedreht? So nicht, so geht ein Rucksack. Das war schon mal schlecht. Kleiner Drucker. Da war die Taste. Aha. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Ne, Rucksack war zu. Ach, da haben wir ja auch schon so eine Zwischenlösung, ne? Reicht wieder nicht. Reicht's jetzt? Ach so, ihr seid immer noch am. Kleinen Bildschirm gewesen, ne? Holen wir euch aufs Große und hoffen, dass ihr. Aber hey, warum läuft jetzt hier der Strom und da läuft er nicht? Was haben wir denn jetzt hier falsch gemacht? Das ist ein Flutlicht. Okay, ich dachte, das wäre so ein Stromverbinder. Vielleicht liegt es daran? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich muss es auch trotzdem laufen, ne? Haben wir einen Stromverbinder da? Stromverlängerung. F benutzen. So, jetzt habe ich so ein Ding hier hingelegt. Auch cool, ne? Rucksack zu. Hier nochmal. Flutlicht weg. Oh. So, jetzt den Stromstecker dahin. Und den dahin. Und jetzt läuft's auch. Das Flutlicht klappte nicht. Aber so wie das aussieht, läuft er jetzt auch nicht schneller, oder? Ich glaube, der ist kaputt, den brauche ich gar nicht versuchen. Das Flutlicht ja mal hier hinsetzen. Mach das mal gedreht auch wieder. Aber leuchtet trotzdem nicht, ne? Der Anschluss war aber heile, ne, oder? Sieht eigentlich so aus. Ah, jetzt kommt Strom hier an, angeblich. Anschalten. Okay. Lag das jetzt nur an dem Anschalten, dass er es das nicht gemacht hat? Könnte natürlich auch noch sein, ne? So, hier wird auf jeden Fall aufgeladen. Wenn das voll ist, tauschen wir gerade mal die da um. Aber warte mal, den können wir ja auch da einsetzen und den können wir dann da einsetzen. Dann wird er so oder so aufgeladen. Ich weiß nur nicht, ob der Strom dann hier auch zurückfließt, wenn der dann da nicht mehr fördert. Aber zurzeit sieht ja alles gut aus, oder? Außer dass hier alles voll ist.
Ganz viel Kupfer haben wir jetzt hier. Und ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen. Vor allem das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass ich hier was abbauen wollte, um das mitzunehmen und weiß überhaupt nicht, was es gewesen ist. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir packen jetzt das Kupfer ein. Und wenn wir das Kupfer eingepackt haben, nehmen wir das mit nach Silvia. Ja, und ich glaube, jetzt ist es voll, ne? Oder? Ja. Dann packen wir das in die Rakete. Wieso schnell ging das jetzt, dass da wieder welche liegen? Aber jetzt macht da keine mehr. Okay. Oh, das Ganze. So, und das bedeutet, ich würde jetzt den Sauerstoffmacher hier rausnehmen, da hinstellen und das Lager da reinbauen und dann auch in die Rakete gehen und einmal zurückfliegen, ne? Weil wir wollen ja dann mal zu den anderen Planeten, in den Orbit schießen, zu den anderen Planeten schießen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was wir auf Silber brauchten. Und vielleicht war es das Kupfer, könnte sein. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher. Aber das werden wir jetzt gleich rauskriegen. Calizio. Wo ist denn das? Atrox. Silber. Silvia, habe ich gesagt, ne? Ist aber Silber. Aber ist nicht schlimm. Ja, wo ist uns unsere Landestation hier? Beschleunigen wir das mal. Sehe ich unsere Station gerade gar nicht. Da unter den Wolken, natürliche Lage. Hä? Natürliche Lage. Wo ist denn unser Landeplatz? Da ist was auf jeden Fall. Da ist es. Landeplatz Heimatbasis. Das passt. So, dann kommen wir da erstmal hin. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Kraftstoff 0, Starts 0. Okay, das heißt, ups, nicht aus dem Spiel raus. Unsere Rakete raus. Triebwerk ist schon wieder Schrott. Jetzt müssen wir da noch Neues haben, ne? Haben wir schon eins? Wir haben schon eins. Ne, das ist die Landeplattform. Okay, die muss auch mit. Das bedeutet jetzt, wir packen das Lager einmal aus. Ne, nicht einzeln, ganz. Und packen die Landeplattform da rein. Weil die soll ja mit. Dann brauchen wir noch ein Dingens. Triebwerk wieder. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das bauen. War das hier Triebwerke? Nee, ne? Doch, Aluminium und Ammonium. Das fehlt jetzt hier bestimmt, ne? Ammonium haben wir da hinten. Das Aluminium? Ist das Aluminium? Ne, das ist Zink. Da ist Aluminium. Gut, der produziert, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Aufgaben wir hier hatten und was wir machen können, ne? Knacke Koffer, finde und sprenge einen Exokoffer. Haben wir gemacht. Können wir einlösen. Tiefer graben, Malachit sammeln. Haben wir gemacht. QTRTG einmal gekriegt dafür. Auch sehr schön, ne? Seltsames Objekt auf der Oberfläche von Glazio platzieren und aktivieren. Bitte auf Glazio einsetzen. Chronos Datendatei, Punkt-zu-Punkt-Transit. Missionsobjekt. Was kann ich jetzt hier machen? Achso, da habe ich jetzt aktiviert. Oder was? Schneebohrer. Ach, dieses seltsame Objekt ist das da wahrscheinlich. Seltsames Stück. Auf Glazio bringen. Oh. Aber warte mal, das kann ich ja wahrscheinlich in meinen Rucksack reinstecken dann, ne? So groß sieht das nicht aus. Jetzt müssen wir nach Glazio dann fliegen und wieder zurück. Schneebohrer. Ach, da müssen wir auch. Ne, nach Kalidor, da brauchen wir die Klamotten noch.
Lithium hätten wir irgendwo holen müssen. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Sicher wie Häuser platziere Unterkunft oder Landeplattform auf Kalidor. Das heißt, wir müssen nochmal nach Kalidor diese Landeplattform bringen, um diese Mission. Ach nee, das ist überall. Okay, dann wird das später sein. Produziere Schrott, nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. War das nicht schon längst gemacht? Nun, das ist komisch. Ja, das müssen wir mal mit seiner Energie da mal langsam in den Griff kriegen, dann die Portalkammern zu machen. Event über Exo-Auftragsplattform aktivieren. Sonderevent Exo-Farm. Zerstören Datenschreiber. Finde Fahrzeugdatenschreiber auf Desolo. Hol dir ein Exo-Ship, ja. Abholbereit. Okay, das können wir auch erledigen dann. Aber ich glaube, das hatten wir schon, oder? Das ist so eine ständige Aufgabe, oder? Bereit zum Rückruf. Ja, da weiß ich jetzt nichts, ne? Gut. Lithium wollten wir eigentlich haben, wahrscheinlich, ne? Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die. Das Triebwerk, was da drunter muss. So, dann können wir wieder hin und her fliegen. Wir haben hier einen Haufen jetzt an Aluminium, Kupfer. Jetzt brauchen wir nochmal Aluminium, dann kann ich dann gleich schon das nächste Triebwerk bauen, damit das schon erledigt ist. So. Laterit. Wir doch hier brennen, oder? Ja, wir müssen einfach mehr automatisieren, glaube ich, ne? Das ist unser größtes Problem jetzt hier. Automatisierung ist ganz schlecht bei uns, ne? So, Aluminium läuft auch wieder. Haben wir auch überall, ne? Wolfram haben wir auch. Hier steht auch noch so ein ganz vereinzelter. Was haben wir denn hier? Sauerstofffilter. Können wir mal mitnehmen, ne? Was haben wir hier noch? Was haben wir denn da alles drin, ne? Ach so, das ist jetzt für. Aber wir werden das jetzt hier als nach. Glazio oder wie hieß der Ort bringen. Das war jetzt eine Aufgabe, die werden wir jetzt als erstes machen. Triebwerk haben wir erledigt. Landeplattform könnte man dann dorthin bauen. Ja, fliegen wir los, oder? In den Orbit schießen. Und einmal schauen, dass wir nach Glazio kommen. Dann den seltsamen Gegenstand dahin machen. So, haben wir nicht richtig gemacht. Zu anderen Planeten schießen. Glazio. Das ist er hier. Zack. Fliegen wir doch mal hin. Da ist er jetzt. Gibt es da irgendwo sowas wie eine Landeplattform? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürliches Geschichten alle, ne? Können ja einmal kurz schauen. Alles natürlich. Nichts Verlassenes da, oder? Sieht alles natürlich aus. Da ist so ein Teil hier, so eine Portalkammer. Lass uns da landen. So, verlassen. Sauerstoff haben wir. Und dann bauen wir hier die Plattform hin.
erweitern. Ach so, okay. Na super. Gibt es noch einen anderen Abgang? Ja. Gut, und dann müssen wir noch den Rucksack aufmachen und dieses Teil hier setzen. Und dann benutzen. Was steht da? Ach so, warte mal, ich sehe schon. Das muss ein bisschen anders stehen. Hier so wahrscheinlich. Was ist das jetzt? Ein Bahnhof ist es geworden, okay. Schneebohrer. Logistikdepot Glazio. Nächstes Fahrzeug rufen. Geht das? Rückfahrt fehlgeschlagen. Okay, wir kriegen hier Sauerstoff. Untersuchen. Aktionen erforderlich im Depot. Okay, das heißt, da sind wir raus. Aber hier ist fürchterlich kalt, so wie sich das gerade anfühlt. Komme ich dann nachher wieder hoch? Nicht so wirklich, ne? Wie weit kommen wir denn jetzt hier mal gerade? Das ist ja eine super Plattform hier, ne? Überall hoch. Das sind diese Container, die kann man, glaube ich, mit der Bahn transportieren. Aber ich glaube, das da rechts, das sind Forschungsproben, die wir vielleicht besser mitnehmen wollen. Vielleicht sollten wir hier mal was bauen. Oh, das war jetzt nicht so mein Ziel. Mein Ziel war eigentlich so. Kriegen wir die mit? Gefrorenes Argon. Kompatibel mit der Forschungskammer. Ich würde es gerne mitnehmen, aber ich kann es nicht mitnehmen, oder was? Muss ich doch erst abbauen? Also sieht so aus. Ah, da unten sind jetzt so Teile zum Mitnehmen. Leg das mal dahin. Hol den zweiten. Argon ist doch ein Gas, oder? Ja, das muss dann gefroren sein, sonst wird es sich sehr verflüchtigt. Ich weiß aber nicht, wenn ich es jetzt mitnehme, ob sich es dann nicht auch verflüchtigt unterwegs. Das wird dann spannend, ne? So, was können wir jetzt noch hier tun? So gefühlt nichts. Was ist das da hinten? Da komme ich nicht drunter her. Hier pfeift ein ganz schön kalter Wind wohl, ne? Was ist das da? Oh, da ist noch was. Was ist das? Das ist bestimmt auch eine Forschungsprobe, ne? Passende Schräge darunter, ne? Das war jetzt nix. Kriege ich jetzt eine Schräge hier runter? So. Sieht wohl so aus. Was ist das für ein Teil? Okay, es schießt. Das ist nicht gut. Und es explodiert auch noch. Noch schlimmer. Aber das kam jetzt von da oben. Okay. Krass. Gefährlich hier. Hier kriege ich Sauerstoff. Das ist schon mal etwas. Jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht.
Das sieht doch nach einer Schräge aus, die ich nutzen kann, oder? Was sind das für Teile? Ich hoffe, die beißen mir nicht auch noch. Ich glaube, das ist Bio, ne, oder? Ja. Aber Bio haben wir jetzt genug. Frachtmodul, das, wie gesagt, kann ich so nicht transportieren. Oh, ein Auto. Ist das heile? Wir müssen immer gucken, dass wir hier wieder runterkommen, ne? Hört sich jetzt gerade nach einbrechendem Eis an. Nee, leider nicht heile. Aber Sauerstofffilter. Ist da noch was dran? Nee, ne? Rest ist Schutt. Ja, zur Basis zurück hat keinen Sinn. Wegen Sauerstoffmangel gleich oder so. Okay. Was können wir jetzt noch machen? Hier gibt es sonst nichts. Sauerstoff haben wir gerade wieder ein bisschen aufgefüllt. Der schießt. Der ist weg, der hier geschossen hat. Oh, zum Glück sind wir darauf gesprungen. Da ist noch so einer, der schießt. Hier ist nichts. Und da geht's hoch. Okay, das hat geklappt. Und dann würde ich sagen, weil sich das hier erstmal so kalt anhört und wir hier noch nicht so ganz so viel haben, aber dieses Argon gefroren haben, fliegen wir jetzt zurück nach Silber. Gut. Ja, zwei Starts haben wir noch. 50% weg. Schauen wir mal, ne? Die Mission haben wir ja schon mal erfüllt und können dann jetzt nach, wie heißt es, Silber fliegen. Wo ist Silber? Da. Gut, und dann schauen wir mal, dass wir da das Argon vielleicht erforschen können, wenn es denn geht. Und nicht gleich schon verflüchtigt sich hat. Und dann sehen wir weiter. Da ist unsere Basis, oder? Ja, dann fliegen wir zur Heimatbasis. Passt. Okay, schauen wir noch schnell, dass wir da was machen können, wenn wir da was machen können. Es ist noch da. Ist nur die Frage, wie lange, ne? Ist das hier eine Forschungskammer? Nee, ne? Was ist denn hier eine Forschungskammer jetzt? Sehe ich sie nicht. Ist auch super. Ach, da ist einer. So, dann erforschen wir das. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.